China ist bei Autos inzwischen Exportweltmeister und die Autohersteller in China, die werden immer stärker. Drücken die unsere deutschen Autokonzerne jetzt so langsam an die Wand oder wird da nur wieder viel Bohai drum gemacht um das Thema und die deutschen Hersteller Volkswagen, BMW, Mercedes, die stehen aber trotzdem immer noch gut da? Was sind wir doch für eine elende Wegwerfgesellschaft. Ständig bestellen wir irgendeinen chinesischen Billigkram und dann landet's doch wieder auf dem Schrott. Zum Beispiel 22 Volkswagen ID.6. Klingt jetzt zwar gar nicht nach Billigschrott, sondern das ist ein großer Elektro-SUV, aber er wird in China gebaut und auch nur da verkauft. Man nennt ihn auch das Wohnzimmer auf Rädern dort. Und er ist billig. Er kostet umgerechnet nur 26.000 Euro. Und darum hat ein deutscher Händler jetzt 22 Stück von denen gekauft. Und das noch nicht mal bei Temu, sondern bei einem Fachexporteur. Und hat die sich dann auch einzeln genehmigen lassen hier und hat sich noch deutsche Software draufladen lassen. Aber Volkswagen, die wollen natürlich nicht, dass er die hier verkauft. Und darum haben sie die abholen lassen und jetzt warten sie auf ihre Verschrottung. Das sagt uns schon mal zwei Dinge. Erstens, wie gemein Volkswagen ist und zweitens, was das natürlich auch alles für Riesenpreisunterschiede da sind auf dem chinesischen Automarkt und hier bei uns. Dabei hat man früher doch immer gesagt, China, das ist so ein unglaublich profitabler Markt und da verdienen die deutschen Autokonzerne doch unglaublich Geld. Und es ist ja auch immer noch der größte Automarkt der Welt. Aber jetzt haben wir da eben auch einen brutalen Preiskampf. Und warum haben wir den? Weil es natürlich vorher da auch einen unglaublichen Elektroautoboom gegeben hat. Jeder, der da irgendwas zu melden hat, hat irgendwann mal gesagt, wir bauen jetzt auch Elektroautos. Alibaba natürlich und Tencent und Baidu und Huawei, der Smartphone-Konzern, die bauen auch Elektroautos und noch nicht mal die schlechtesten. Das hier ist der Luxeed zum Beispiel, den bauen sie mit dem Autokonzern Chery zusammen. Und sogar Evergrande, der Immobilienkonzern, der zusammengebrochen ist, der baut auch Elektroautos. Und die Aktie von der Elektroauto-Tochter von denen, die habe ich hier sogar schon mal vor einiger Zeit vorsichtig optimistisch besprochen. Aber wahrscheinlich kann sie sich diesem Untergang von Evergrande jetzt eben doch nicht so wirklich entziehen. Es hat zeitweise in China über 400 eingetragene Elektroautobauer gegeben. Inzwischen soll es noch so ungefähr 100 geben. Und dann hat natürlich auch jeder von den klassischen Autobauern Elektroautos gebaut. Und ein paar haben da ja sogar mehrere Marken. Der Geely-Konzern zum Beispiel, der hat Zeekr, die haben Lynko, die haben Polestar über die Tochter Volvo. Oder Great Wall Motor, die haben zusätzlich noch Wei und Aura, hier der berühmte Aura Pan. Da kann man jetzt natürlich sagen, Sauerei, die haben uns unseren Käfer geklaut. Aber wenn man bei uns eben nur sowas hier hinkriegt, dann kann uns eben auch keiner mehr helfen. Und man kann das jetzt alles belächeln, so wie Elon Musk 2011 noch BYD belächelt hat und gesagt hat, das soll ein Konkurrent sein, haben sie das Auto von denen mal gesehen. Aber inzwischen hat er natürlich eingeräumt, dass BYD ein harter Konkurrent ist und BYD hat Tesla ja letztes Jahr beim Absatz sogar kurzfristig mal überholt. Weltweit und nur bei Elektroautos. Und dann bauen sie aber auch noch Hybride und sie sind ja auch außerdem der drittgrößte Batterieproduzent der Welt. Und sie haben letztes Jahr 3 Millionen Elektroautos verkauft, mehr als jeder andere Hersteller. Und der Umsatz ist um 75% gestiegen, der Gewinn ist um 81% gestiegen. Aber die Aktie ist trotzdem gefallen letztes Jahr, weil auch BYD leidet natürlich unter dem Preiskampf. Aber sie haben es eben wirklich geschafft, sie haben die anderen Konkurrenten da wirklich weggeputzt. Und über viele andere chinesische Autobauer, da lacht jetzt aber auch keiner mehr. NIO, XPeng, Li Auto, die sind beim Absatz jetzt auch alle zumindest mal schon im sechsstelligen Bereich. Und mittendrin in dem ganzen Wahnsinn, da gibt's aber jetzt eben noch die ausländischen Konzerne und die würden ja gern auch noch ein paar Autos verkaufen. Wie soll das gut gehen?
Und jetzt ist alles noch härter geworden. Jetzt ist nämlich auch Xiaomi auf den Markt gekommen, auch mit einem eigenen Elektroauto. Xiaomi vom Reiskocherhersteller zum drittgrößten Smartphone-Produzent der Welt. Also warum nicht auch von der motorisierten Klobürste mit 300 Umdrehungen pro Minute? Ich zeige sie hier immer wieder gern. Warum nicht auch von da gleich zum Elektroauto? Der Grundstein ist gelegt und Xiaomi ist ja immer für eine Überraschung gut. Und es war dann auch wirklich eine Überraschung, das Auto von denen. Die Branche war sogar richtig geschockt. Das ist das erste Auto, der SU7. Und es gibt den in verschiedenen Varianten. Das Basismodell hat 300 PS, eine Reichweite von 670 Kilometern nach China-Standard. Ist schon sehr schnittig, aber vor allem, es kostet auch nur 27.600 Euro. Was gibt's bei uns an Elektroauto für das Geld? Laut ADAC unter 30.000 Euro nur den Fiat 500 für 29.900, den Renault Twingo für 28.000 und dann noch den Dacia Spring. Der ist wirklich günstig für unter 23.000. Aber für 27.600 so ein Auto wie den SU7, davon kann man hier nur träumen. Und das ist jetzt der Xiaomi SU7 Max. Der hat 673 PS von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden, 800 Kilometer Reichweite und nach 15 Minuten Aufladen schon wieder 510 Kilometer Reichweite. Und auch der kostet aber nur 38.000 Euro. Man hat ihn den Porsche-Killer jetzt genannt. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so sagen kann, aber bei Porsche kriegen sie für 38.000 Euro einen Kaffeebecher. Thermobeschichtet natürlich. Es klar. Und die Konkurrenz, die kann eigentlich froh sein, dass Xiaomi erstmal nur 90.000 Stück gehabt hat von denen. Die waren dann nach 24 Stunden ausverkauft, aber man kann sagen in gewisser Weise, der SU7 ist jetzt schon fast eine Legende. Und hier sehen Sie ihn nochmal hinter einer anderen Legende. Das ist mein Kollege Erik Nebe. Der hat am Wochenende noch live einen gesehen in einem Showroom in Guangzhou. Für die, die es noch nicht wissen, der Erik lebt jetzt wieder in China. Und das unterscheidet ihn eben auch von vielen anderen China-Experten, die das von hier aus vom Schreibtisch machen alles. Und er hat hier auf YouTube den Kanal China to Invest und hat inzwischen auch einen Podcast China Calling. Für die, die sich interessieren für China-Aktien oder für die chinesische Wirtschaft auch, alles sehr hörenswert und sehr sehenswert. Und alles auch produziert vor Ort. Erik Nebe, unser Mann in Guangzhou, auf China to Invest. Hier der 5-Jahres-Chart von Xiaomi. Sie haben unter der China-Korrektur natürlich auch stark gelitten. Und jetzt haben sie aber von der Elektroauto-Fantasie wieder profitiert. Es geht jetzt wieder aufwärts. Und was natürlich klar ist, leider, sie werden natürlich draufzahlen jetzt erstmal mit ihren Elektroautos und zwar nicht zu knapp. Aber im Gegensatz zu vielen anderen können sie sich das wenigstens auch leisten, weil letztes Jahr, da haben sie umgerechnet einen Nettogewinn erzielt von 2,5 Milliarden Euro. Das war ein Anstieg um 126%. Die Frage ist, ob der Markt Xiaomi jetzt ein paar schwere Jahre auch durchgehen lässt, weil er vielleicht eben das Gefühl hat, die Autos von denen, das ist es einfach, so wie es bei Tesla auch mal war. Und kurzfristig ist es aber auch wahrscheinlich, weil im Moment, da haben wir, wo man hinschaut, fast nur Meldungen so in die Richtung, dass Xiaomi die ganze Industrie geschockt hat oder dass es die Industrie jetzt sogar vermeintlich zerstört mit seinem neuen Auto und so weiter. Und das ist aber das Umfeld, wo die deutsche Autoindustrie jetzt bestehen muss. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man muss es auch nicht gleich übertreiben, das mit der großen Autokrise bei den deutschen Herstellern, das Gerede gibt es ja schon lang. Aber was ist bis jetzt wirklich passiert? Von den 4 profitabelsten DAX-Konzernen, da waren letztes Jahr 3 wieder die deutschen Autokonzerne. Volkswagen, Mercedes, BMW. Das andere war die Deutsche Telekom. Und Volkswagen war sogar von allen DAX-Konzernen der profitabelste. Also passt ja eigentlich alles. Und was hat man aber letztes Jahr Panik geschoben wegen den chinesischen Autos? China erobert jetzt Europas Automarkt. Jetzt kommt die große China-Invasion. Also so mehr oder weniger die große rote Flut, die überrollen uns jetzt. Und was war aber am Ende?
Das ist von der ING die Zulassungszahlen für Deutschland 2023. Die deutschen Hersteller haben ihren Marktanteil sogar noch gesteigert von 52% auf 53% und der Anteil der chinesischen Autos, der war bei 1,2%. Also so gut wie nichts. Und sogar bei den Elektroautos, das sind hier die grauen Balken, sogar da haben die Deutschen 8-mal so viele Autos verkauft hier wie die Chinesen. Und dabei ist das doch die große Stärke von denen. Und wenn die Chinesen jetzt wirklich mal zu stark werden, dann haben wir ja immer noch unsere klugen Regierungen. Die EU prüft ja schon, ob man auf die Autos aus China jetzt Zölle erheben kann. Und zwar sogar rückwirkend. Das klingt absurd, aber da kennen die nichts. Und das wäre aber ein ziemliches Desaster. Und zwar für die deutschen Autokonzerne. Weil, wo verdienen die denn ihr Geld? Das verdienen die ja nicht hier bei uns, sondern sie verdienen es eben zu einem großen Teil in China. Und wenn die chinesischen Autobauer aber hier bei uns schlecht behandelt werden, dann kann man sich vorstellen, dass unsere Autobauer da vielleicht auch mal nicht mehr so gut behandelt werden. Ich habe hier vor 8 Monaten ein Video gemacht darüber, wie Volkswagen bei XPeng eingestiegen ist. Sie haben 700 Millionen Dollar bezahlt für 5% der Anteile an einem hochdefizitären chinesischen Autobauer. Das war eine ganz komische Sache damals. Und damals habe ich auch die Grafik hier gezeigt, wie der Marktanteil von Volkswagen in China hier in Blau wieder immer mehr zurückgegangen ist und wie sie dann von BYD in Weiß irgendwann mal überholt worden sind. Am Anfang von diesem Jahr, da hat sich das dann wieder umgedreht und Volkswagen war dann wieder knapp der Marktführer. Aber natürlich hauptsächlich wegen ihren Verbrennerautos. Bei den Elektroautos, da hat BYD in China 6-mal so viel verkauft wie Volkswagen. Soll heißen, Volkswagen steht immer noch ziemlich gut da in China. Aber wenn man in so einem Markt seinen Marktanteil halten will, dann geht das eben auf die Margen. Und dann kann man eben auch nicht Autos verkaufen zu Preisen wie hier in Deutschland, weil in China, da ist der Kunde König im Moment. Und sie werden aber ihren Marktanteil sowieso nicht halten können, würde ich sagen. Das heißt jetzt nicht, dass Volkswagen zwangsläufig ein schlechter Anbieter ist. Aber wie will man das schaffen, wenn es so viele neue harte Konkurrenten da gibt, die eben auch gut sind? Und die chinesischen Hersteller, die werden es jetzt weltweit nicht alle schaffen. Und die werden jetzt die anderen Hersteller natürlich auch nicht alle komplett verdrängen. Aber der Wettbewerb, er wird einfach viel härter. Und den wird man eben früher oder später auch überall haben. Weil nämlich auch die neuen Konkurrenten früher oder später überall sein werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die deutschen Hersteller die Margen, die sie bis jetzt gehabt haben oder die sie in letzter Zeit eben gehabt haben, dass sie die in Zukunft auch noch haben werden. Und für Volkswagen wird es vielleicht sogar noch ein bisschen härter als die anderen, weil Volkswagen ist eben auch ein Volumenhersteller. Bei Mercedes und bei BMW, da hoffen die Anleger ja darauf, dass die eben so starke Marken haben, auf die Premium-Strategie. Und noch läuft es auch ganz gut, aber alle anderen Hersteller sind natürlich auch nicht ganz blöd. Die wissen auch, im Premium-Segment, da verdient man mehr Geld. Und XPeng, Polestar, NIO, das sind alles keine Billigheimer. Und NIO ET7, der kostet bei uns ja auch über 80.000 Euro. Ich gehe also davon aus, im Premium-Bereich, da wird es auch irgendwann mal enger werden, zumindest bei Elektroautos. Und damit haben wir eben die wichtige Frage auch nach den Verbrennerverboten, zum Beispiel in der EU. Kommt das jetzt wirklich ab 2035 oder wird es vielleicht doch noch gekippt? Weil mit Verbrennern, da könnten die deutschen Autobauer ja wirklich noch ordentlich Geld verdienen. Und morgen ist auch wieder eine Hauspost fällig hier und da hätte sich's eigentlich angeboten, dass ich da ein paar Elektroautoaktien aus China bespreche. Aber das haben wir ja erst gehabt in der Hauspost vom 2. Februar. Können Sie sich natürlich jederzeit auch im Archiv da anschauen. Und darum habe ich mir gedacht, für morgen jetzt, ich wage mich mal an die deutschen Autoaktien ran. Unter besonderer Berücksichtigung eben von dieser Debatte um das Verbrennerverbot. Wie entwickelt sich das und wie stehen die sonst noch da? Weil teuer sind die deutschen Autoaktien jetzt ja nicht mehr. Und die Hauspost von mir, die ist natürlich gratis. Morgen geht sie raus. Wenn Sie sie also noch nicht kriegen, dann einfach kurz dafür eintragen auf www.heinrichs-hauspost.de.
Und dann haben wir aber eben, wie gesagt, noch mögliche Handelskonflikte. Wäre Tesla da nicht der große Profiteur, wenn es jetzt zwischen der EU und China zu einem Elektroauto-Handelskonflikt kommt? Nein, sie wären es nicht, weil der größte Autoexporteur von China in die EU, das ist nämlich immer noch Tesla. Dafür würden sie von einem anderen möglichen Handelskonflikt profitieren, weil es gibt ja auch immer noch diesen Herrn und der hat auch schon gedroht, wenn er wieder drankommt, dann gibt es in den USA Autoeinfuhrzölle von 100%. Und deutsche Autos, die hat er ja sowieso immer gehasst. Aber dafür hat er in seinem Fuhrpark anscheinend einen Tesla Roadster, der verkappte Öko, auch wenn er da wahrscheinlich gar nicht mehr reinpasst. Mit anderen Worten, überall drohen jetzt also Handelskonflikte. Leider fehlt nur noch, dass uns die Ukraine noch Strafzölle androht für die Einfuhr von Panzer als Strafe für unsere Zölle auf ukrainische Agrarprodukte. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber denken Sie dran, dass Sie sich noch eintragen jetzt einfach schnell für die Hauspost auf www.heinrichs-hauspost.de. Morgen geht's heraus und wenn Sie es bis dahin gar nicht mehr aushalten können vor Aufregung, dann schauen Sie jetzt einfach noch in Ruhe ein paar Videos auf dem Kanal von Erik Nebe auf China to Invest. Und dann schickt er Ihnen vielleicht eines Tages auch mal eins von den guten Autos aus China rüber, die wir hier nicht haben dürfen. Sie dürfen sich hier noch nicht erwischen lassen von Volkswagen. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.